Simulator 2022, die Dennis spielt das. Wir werden heute ein kleines Szenario fahren, und zwar im ICE-T auf der neu erschienenen Strecke Leipzig-Dresden, und werden einfach mal testen, wie die Strecke ist, wie das Szenario ist, und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Und ich bin gespannt drauf, ich habe es noch nicht ausprobiert. Und ihr seht, Train Simulator Classics oder Classics jetzt erhältlich. Ich bin gespannt drauf und ich denke, ihr auch. Und ich freue mich drauf. Muss ganz ehrlich sagen, ich wollte ursprünglich was anderes machen, habe das dann zufällig gesehen, dass das ja heute rausgekommen ist. Und ja, bin gespannt, was uns da so erwartet. Ich habe jetzt einfach mal das erste Szenario genommen. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt hier nicht allzu lange lädt. Ah ja, das geht. So, guten Tag, Lokführer. Heute fahren Sie mit einem ICE-T von Dresden nach Leipzig. In Leipzig angekommen, übernimmt ein Kollege die Fahrt. Bitte lassen Sie die Passagiere hier einsteigen, bevor Sie um 14:12 Uhr abfahren. Ja, damit herzlich willkommen zu dieser niegelnagelneuen Folge auf meinem Kanal. Ich würde sagen, wir starten. So, öffnen als erstes mal die Türen. Richtungswende aber auch fällig bei der Gelegenheit. Das machen wir. Das brauchen wir nicht. Das machen wir. Wir müssen aber, dass das hier nicht möglich ist, machen wir das so. Gucken wir jetzt mal ganz kurz, ob wir jetzt Spitzenlicht anhaben. Das ist nicht der Fall. Das heißt, wir müssen noch ein wenig verlegen, beziehungsweise so, jetzt dürfte das aber soweit. Jetzt passt es wunderbar. Dann können wir das wieder so machen und das so. Und dann können wir uns hier mal ein wenig umsehen. Das ist also der Dresdner Hauptbahnhof. Aber den kennt ihr ja schon, den gibt es ja schon zu sehen in dem DLC Dresden-Riesa. Von daher ist das ja jetzt nicht unbedingt so neu. Aber ich muss ehrlich sagen, oi, das ist ein bisschen, wenn man das mal so sieht. Mal ohne den hat, ist das doch schon sehr schön anzusehen hier, würde ich sagen. Also da die Straße. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt der Bahnhof. Wenn das mal sich so schaut, da steht noch ein Dosto-Garnitur. Also doch ein sehr, sehr schöner Bahnhof. Wunderbar. So, ich glaube, wir dürfen auch gleich abfahren. Das heißt, wir werden uns mal wieder schlockerflockig zu unserem Zug begeben. Der steht da vorne, da oben drauf. Da steht er und wartet auf Abfahrt. So, wenn wir das hat mal wieder dazu machen. So. Wir könnten vielleicht noch die AFB einschalten. AFB. Und zwar auf 60. Das ist zu AFB. viel. Jetzt passt es. So. Dann wird auch gleich in die LZB aufgenommen werden. Das ist ja bei diesen DTG-Fahrzeugen relativ einfach. Einfach AFB einschalten und dann wird man ab gewissen Punkt in die LZB eingenommen. So, wir haben Abfahrt. Das heißt, wir lösen die Bremsen und schalten locker auf. Vorher prüfen wir noch, ob wir fahren dürfen. Dies ist der Fall. Dann aufschalten. Auf geht's! Erste Station Dresden-Neustadt. So, dann hüpfen wir mal rein in unseren Führerstand. Und werden dann gleich auf 80 beschleunigen dürfen.
Da kommt uns schon ein Zug entgegen. So, 80. Das ist zu viel. So passt es. Wunderschön, wunderschön. So, Dresden-Neustadt haben wir dann jetzt auch gleich erreicht. So, lass uns hier schön geschmeidig in den Bahnhof einrollen. Öffnen die Türen. Willkommen in Dresden-Neustadt. Wobei es jetzt hier auch nicht viel zu sehen gibt, aber naja. Dostopark, wunderbar. So,
Die S-Bahn, würde ich sagen. Schöner. Und vorne dran die 146 oder 143? 146. Na wunderbar. 146, 047-7. So, ein etwas kleinerer Bahnhof, aber das ist halt der Vorort von Dresden, beziehungsweise ja, Randumgebung, würde ich jetzt mal so sagen. Da ist naturgemäß nicht ganz so viel los wie an den Hauptbahnhöfen. So, 19 nach, wir haben Abfahrt. So, los geht's. Nächste Station, Riesa. Das ist jetzt praktisch in diesem DLC die Erweiterung von Riesa nach Dresden, dann weiter nach Leipzig. Also von Riesa nach Dresden gibt es ja schon. Und das ist jetzt praktisch dann, ihr seht es, die Erweiterung von Dresden nach Riesa. Ihr seht auch die Entfernung. Also das finde ich schon sehr, sehr gut, muss ich wirklich sagen. Da hat DTG sich endlich mal was einfallen lassen. So, wir dürfen auch gleich 160. Und werden dann wahrscheinlich in die LZB aufgenommen. So, 160. Zack, so schnell geht das. Genau, wenig, ein bisschen aufschalten hier, auch auf die Geschwindigkeit kommen. Und wenn dann gleich LZB-Aufnahme erwarten. So, ich denke mal, dass die LZB jetzt gleich starten wird, sobald wir hier aus dem Bahnhofsbereich raus sind und aus dem Weichenbereich. So, Zugüberholung. Wunderschön. Wunderschön. Schaut euch das an. Wo sind wir denn zu schnell? Wir fahren doch gar nicht über 160, das ist doch jetzt gemein. Also die 100 Punkte möchte ich gerne wieder haben, die 106.
weil ich war definitiv nicht zu schnell. Der kommt ein schöner Hamsterbacke, wunderbar. Oh. Wollen wir das auch mal einhalten? Kommt ein IC. Ohne Steuerwagen. Immer wieder schön, diese DTG-Fahrzeuge. Man erkennt sofort, man hört sofort am Sound der 101, was da angefahren kommt. So, 160. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob auf der Strecke Riesa Dresden überhaupt LCB vorhanden ist, muss ich ehrlich sagen. Ich meine aber wohl. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Also ich weiß es gerade nicht, muss ich ehrlich sagen. So, 140. Und dann auch gleich 120. Das heißt, wir können hier gleich mal runterregeln, direkt auf 120.
gut 30 Kilometer bis Riesa und dann kommt die Verlängerung bzw. die Erweiterung von Riesa nach Dresden. Und insgesamt fährt dieser Zug von Dresden Hauptbahnhof bis nach Wiesbaden. Also Wiesbaden ist dann sein endgültiges Ziel. Wunderbar. Wunderbar. Übrigens, die Strecke an sich, also Leipzig, ach Quatsch, ganz von vorne. Riesa Leipzig gibt es zu kaufen bei Steam für 19,99 € und das DLC Train Simulator Classics hat sich zumindest bei mir automatisch ja, downgeloadet oder installiert, upgedatet, wie auch immer. Und wie gesagt, die Strecke Riesa Leipzig muss man separat bei Steam kaufen und der kostet wie gesagt 19,99 €. Und da sind dann diese vier oder fünf Szenarien dabei, dieses unter anderem. Und dann sind da noch ein paar Szenarien mit dem Talent dabei, also mit der Hamsterbacke, einem Güterzug und dem IC2 Steuerwagen. Und wie gesagt, dieses hier mit dem ICE-T. So, 160, 120, gut 20 Kilometer sind wir da noch schon in Riesa. Aber es scheint, als wären wir hier doch nicht in die LZB aufgenommen. Aber vielleicht ist das ja auf dem Weg von Riesa nach Leipzig der Fall. So, jetzt werden wir hier schön über die Gleise fahren, die da unten links verlegt sind, über den Tunnel. Wunderschön.
So, 130. So, die Strecke haben wir dann auch gleich geschafft, beziehungsweise sind, kommen wir gleich in Riesa an. Und bis Leipzig sind es dann noch gut 66 Kilometer. Aber LTB wird es hier jetzt mit Sicherheit nicht mehr geben. Höchstens dann noch auf dem Weg von Riesa nach Leipzig. Was aber auch nicht weiter tragisch ist, muss ich ehrlich sagen. So, keine 8 Kilometer mehr. Und ich finde diesen ICE 3T wunderschön, diese Neigetechnik, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir sehr gut. Ist gut umgesetzt worden.
So, die letzten 4 Kilometer ziehen sich jetzt aber, muss ich wirklich sagen. Also, entschuldigt bitte, dass ich nicht ganz so viel kommentiere, aber im Moment gibt es einfach nicht viel zu erzählen. Von daher bin ich ein wenig ruhiger, aber ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, dass gleich auf dem Weg nach Leipzig doch ein wenig mehr passiert, beziehungsweise ein wenig mehr Kaltlichtverkehr vorhanden ist und überhaupt die Strecke ein wenig ja, anspruchsvoller wird, beziehungsweise ansehnlicher, nicht ganz so monoton. So, 80 kommt auf uns zu und Riesa kommt auf uns zu. Wunderbar. Das heißt, wir werden jetzt gleich hier mal ein wenig abbremsen. Machen das jetzt schon. So. So, ich schon mal abschalten. Werde schon mal bremsen. Ankunft in Riesa an Gleis 3. So, wir öffnen die Türen und werden uns mal ein wenig draußen umsehen. Normalerweise wäre jetzt hier Schluss in Riesa. Das heißt, das Szenario würde normalerweise hier enden. Auf der normalen Strecke Riesa-Dresden, beziehungsweise Dresden-Riesa. Aber wie gesagt, auf dieser heute neu erschienenen Strecke Dresden-Leipzig geht es noch weiter bis Leipzig Hauptbahnhof. Die sind dann noch gut 65 Kilometer von hier aus. Und darauf freue ich mich besonders. Wir werden sehen, was uns da erwartet, wie der Streckenverlauf ist, was es da so zu sehen gibt, ob uns genug KI-Verkehr entgegenkommt und. Darauf freue ich mich jetzt am allermeisten und ja, schauen wir mal. So, wir haben hier noch einige Hamsterbacken stehen. Und ich hoffe, es kommt uns noch einiges an KI-Verkehr entgegen.
So, auf geht's. Der Türensound wunderbar. So, nächste Station Leipzig. So, 120. Eps, das war zu viel. So. So, gleich 160 und dann bin ich gespannt, ob wir in die LCP aufgenommen werden. Oh, Fernverkehr, wunderbar. Der Gegenzug. Und 160. Aber ob wir wirklich in die LCP aufgenommen werden, ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall gefällt mir die Strecke bis jetzt. Man hier mal so schaut. Grün, soweit das Auge reicht. Wunderschön. Wer weiß, vielleicht fahren wir auch noch über 200. Da ist ein Kabel verlegt, hier links, seht ihr es? Aber bei uns scheint das noch nicht. Doch, ich glaube, wir sind in die LCP aufgenommen, oder? Jawohl! Das heißt volle Auftrödung und wir dürfen jetzt 200 fahren. Das heißt, wir werden die AFB dementsprechend aufziehen und werden jetzt auf 200 beschleunigen. Wunderschön. Und da seht ihr es. 99 haben wir jetzt. 99 Meter bzw. Kilometer.
Nein. Ja, ihr wisst, was ich meine. So, und ab jetzt regelt die EZB unsere Geschwindigkeit. Das heißt, wenn wir lenken, wenn es eine Geschwindigkeitsbeschränkung angekündigt wird, reagiert die EZB darauf und verlangsamt selbstständig den Zug. Gleiches gilt für eine höhere Höchstgeschwindigkeit, die wir fahren dürfen. Auch darauf re reagiert die EZB und beschleunigt dementsprechend den Zug. Wunderschön. Es ist natürlich jetzt ein einfaches Szenario, einfach nur um die Strecke kennenzulernen. Es ist jetzt nichts besonders Anspruchsvolles, wie ihr seht, wie ihr vielleicht auch schon gemerkt habt. Aber ich denke, fürs Kennenlernen der Strecke, fürs Kennenlernen des ganzen DLCs ist das gar nicht schlecht. Es werden in Zukunft mit Sicherheit irgendwer Szenarien entwickeln, designen, erbauen, wie auch immer, die dann für die nötige Action sorgen werden. Da bin ich mir relativ sicher, dass das nicht allzu lange dauern wird. Und darauf freue ich mich, muss ich ehrlich sagen, wieder richtig schöne Szenarien von den Entwicklern dieser Welt zu fahren, von zum Beispiel Train FW, Malte Jensen, Lucky God und. Die sich dort mit Sicherheit austoben werden. Und schönen Gruß an dieser Stelle an euch. Ich freue mich auf eure Arbeit und freue mich darauf, die hier dann auf meinem Kanal präsentieren zu dürfen. Ich bin aber gespannt, von welcher Seite wir dann gleich in den Leipziger Hauptbahnhof einfahren werden. Weil von Berlin aus, wenn man davon nach Leipzig fährt, ist es ja immer wenig rechtslastig, dass man dann immer rechts irgendwie ankommt und dann in den Kopfbahnhof einfährt. Bin jetzt gespannt, wie das aussieht, wenn wir von Dresden dort reinfahren. Wie das dann aussieht. Ob wir dann ein wenig mehr in der Mitte sind oder links. Darauf bin ich echt gespannt.
Ich freue mich wirklich darauf, jetzt in 3 Wochen Urlaub zu haben und dann auf Spotting-Tour zu gehen. Dann nochmal eine kleine Erinnerung dran, worauf ihr euch dann freuen könnt. Verraten wird mein Ziel der Reise noch nicht. Aber so viel kann ich euch sagen, es wird auf jeden Fall sehr viel zu sehen geben. Und natürlich werde ich standesgemäß mit der Bahn anreisen. Das ist ja selbstverständlich. Und ich freue mich tierisch drauf, endlich wieder auf Tour zu gehen. Wenn das Wetter da mitspielt, umso schöner. Also das wird wieder sehr, sehr schön auch für euch, euch das dann in meinem Video zu präsentieren. Ich werde mein Bestes geben, dort alles einzufangen, was es dort zu sehen gibt, an Rollmaterial. Und ich hoffe, es gibt an diesem Tag, wenn ich da jedenfalls sehr viel zu sehen, das wäre natürlich wieder umso besser. Und ich kann nur sagen, ich freue mich tierisch drauf, da wieder auf Tour zu gehen, weil das ist eigentlich das, was ich am liebsten mache, auf Tour zu gehen. Live-Rollmaterial zu filmen und ja, ich liebe die Bahn, ich liebe die Züge, ich liebe alles, was mit der Bahn zu tun hat und ich bin froh, dass ich dieses Hobby habe und versuche es auch so oft wie möglich auszunutzen. Das geht in der Regel nur, wenn ich Urlaub habe, weil ich auch noch, wie gesagt, Familie habe und unter der Woche natürlich meinem ganz normalen Job nachgehe, weil nichts ist umsonst im Leben. Von dort her muss man sich sein Geld schon irgendwie verdienen. So, ihr habt gerade die LZB gehört, die sich gerade zu Wort gemeldet hat. Und das liegt daran, dass wir mit 4,5 Kilometern auf 160 beschränkt werden. Und die LZB hat sich jetzt schon mal zu Wort gemeldet, dass das gleich der Fall sein wird. Und die wird dann rechtzeitig dementsprechend runterbremsen auf 160. So, und auf geht's. Ihr seht, jetzt wird's runtergebremst. Selbstständig. So, wir haben 160 erreicht. Und jetzt wird auch gleich jeden Moment die Beschränkung kommen. Beziehungsweise die ist schon da und wir fahren die jetzt ungefähr 5,5 Kilometer. Also da oben die Zahlen, die läuft da runter, ihr seht's. 5,5 ungefähr, 5 Kilometer jetzt noch, wenn wir 160 fahren. Dann geht es entweder wieder nach oben, was ich stark vermute, weil jetzt bis jetzt keine weitere Beschränkung aufgetaucht ist. Und, ihr seht hier, die Neigungstechnik macht sich bezahlt. Wunderschön, wie sich der Zug neigt. Dafür braucht man übrigens eine spezielle Schulung. Also man darf jetzt nicht als Triebfahrzeugführer einfach von normalen ICE auf einem ICE-T sich setzen und den fahren, sondern dafür braucht man eine spezielle Schulung. Meistens wird dies im Simulator geschult und auch schriftlich natürlich. Also es ist nicht so, dass man jetzt als ausgebildeter Triebfahrzeugführer sich einfach vom normalen ICE auf den Neige-ICE-T sich setzen darf, sondern dies bedarf einer speziellen Schulung. Gibt es auch auf YouTube einige Videos zu.
Schön. Wunderbar. Seht ihr das? Es ist traumhaft. Wunderschön. Er legt sich so schön in die Kurve. Das ist wirklich jetzt Neigetechnik vom Feinsten. Jetzt geht es wieder rechts rum. Perfekt. Wunderschön. Es ist einfach par excellence. Es ist traumhaft. So, wir fahren übrigens wieder 200, beziehungsweise werden wieder auf 200 beschleunigt von der LZB. Das Ganze jetzt für, ja, 9,9 Kilometer, also fast 10 Kilometer. So, wieder 160. Aber es sind auch ein wenig Zeit, 7 Kilometer. Also das ist das, deswegen mag ich die LZB so, weil man sich da wirklich nicht kümmern braucht. Man braucht eigentlich nur als Triebfahrzeugführer da sitzen. Selbstverständlich muss man aufpassen auf alles, was so sich auf der Strecke befindet, ist ja selbstverständlich. Signalkunde und. Aber die LZB macht das schon eine Menge. Regelt die Geschwindigkeit, achtet in der Regel auch auf Signal. Also wenn ein rotes Signal vorangekündigt ist, dann bremst die LZB in der Regel auch runter bis auf 0. Also das erkennt die LZB auch, weil das ist schon sehr wichtig, weil ab einer Geschwindigkeit von 160 km/h ist das nicht mehr unbedingt möglich, als Triebfahrzeugführer auf jedes Signal zu achten. Das ist sozusagen dann eine Sicherheit, die LZB, die ab dort eingebaut wurde, damit ab diesen Geschwindigkeiten elektronisch darauf geachtet wird, auf die Geschwindigkeiten und auch auf die Signale. Also das macht schon sehr viel Sinn. Ich habe mir vorgenommen, ich sollte vielleicht doch mal an einem PZB-Crashkurs teilnehmen. Also wenn ihr mir da irgendwie helfen könnt, wäre ich euch sehr verbunden, weil ich doch mal in Zukunft mit allen Sicherungssystemen fahren will. PZB, LZB, SIFA. Wobei SIFA jetzt nicht unbedingt schwer ist, da braucht man nur alle 30 Sekunden eine Taste drücken. Aber PZB ist da schon ein bisschen komplizierter. Und wenn ihr mir da irgendwie helfen könnt, wäre ich euch da sehr verbunden. So, wir werden runtergebremst. Auf 160. Haben jetzt noch ungefähr 1 Kilometer Zeit dafür. Aber das sollte die LZB schaffen, uns da rechtzeitig auf 160 zu bremsen. Ja, das sollte kein Problem sein. Wunderbar.
So, und in 10 Kilometern sind wir dann auch schon in Leipzig, während uns hier noch eine Hamsterbacke entgegenkommt. Insgesamt wäre der KI-Verkehr in diesem Szenario doch etwas mau, möchte ich mal sagen. Er war vorhanden, klar, aber es kam jetzt nicht besonders viel entgegen. So, was ist jetzt? Null. Jetzt werden wir auf Null gebremst. Das heißt, entweder ist die LZB gleich zu Ende oder wir haben ein rotes Signal vor uns. Ich denke mal, ein rotes Signal. Das heißt, wir werden jetzt auch mal ein bisschen runterbremsen hier. Noch ist alles gut. Da ist ein gelbes Vorsignal. Das heißt, das nächste Signal ist rot dahinter. Das heißt, wir werden jetzt mal ganz speziell hier anfangen mitzubremsen. Ich glaube nicht, dass die LZB das alleine schafft. Rotes Signal wollen wir ja dann doch nicht überfahren. Also wenn wir die LZB mal ein bisschen unterstützen. Jetzt ist rot. Ach, orange. Gelb. Orange, sag ich schon. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt hier, wer weiß, wie aufschalten, weil noch ist es ein gelbes Vorsignal, das heißt, das nächste Signal ist dann wieder rot. Nee, auch das ist, beziehungsweise wir haben Genehmigung, es zu überfahren. Jetzt ist es grün geworden. Aber wir werden jetzt hier ein wenig Signalkunde machen müssen, weil es kommen jetzt doch einige Signale, die rot sind. Und da muss man höllisch aufpassen. Grün. Oh, eine Void. Schaut euch das an. So, gelbes Vorsignal. Aber anscheinend, das nächste ist nicht rot. Nee, ist gerade grün geworden. So, können glaube ich doch ein wenig aufschalten hier. Wobei das jetzt in den letzten 4 Kilometern jetzt auch nicht mehr viel bringt. So, wir scheinen jetzt mal wieder grüne Welle zu haben. So, 140 habe ich da gerade gelesen, wir werden trotzdem ein wenig runtergehen. Auf 100. So, gleich 100 habe ich auch, glaube ich, darunter gelesen.
Das 80. Ah, dann sind wir ja gar nicht so verkehrt. Aber so wie es aussieht, werden wir auch so rechtslastig in den Leipziger Hauptbahnhof einfahren. So, was haben wir da stehen? Ich kann es noch nicht erkennen. Da stehen ICE bzw. IC-Waggons. Was ist das jetzt? 80, oder? 80. Das ist definitiv eine 8. So, willkommen in Leipzig. Wunderschön. Mal vorsichtshalber auf 60. Ah ne, wir fahren doch linkslastig rein. Weil von Berlin wären wir jetzt da rechts gekommen, wo die Hamsterbacke da fährt. Und wären da praktisch per Weichenwechsel bzw. per Gleiswechsel nach links rüber. Je nachdem, auf welchem Gleis wir hätten gehalten. Ach du da Scheiße. Seht ihr, jetzt habe ich nicht aufgepasst vor lauter Quatschen. Naja, ihr habt auf jeden Fall die Strecke gesehen. Ja, so sollte es nicht enden, aber ich danke euch trotzdem fürs Zusehen. Das war auf jeden Fall das neue DLC Dresden-Leipzig. Und ja. Das kommt davon, wenn man zu viel quatscht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, dieses gibt es zu kaufen bei Steam für 19,99 und ja, es ist Dresden Hauptbahnhof, nicht Wiesbaden Hauptbahnhof, nicht Dresden Hauptbahnhof, Wiesbaden Hauptbahnhof ist dann dieses erste Szenario auf der Bahnstrecke Leipzig-Dresden. Gibt es bei Steam zu kaufen für 19,99. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ansonsten lasst einen Daumen nach oben da. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel Spieters. Haut rein, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Bye bye.